Hallo zusammen und willkommen zurück hier bei den Erlabach Stories. Heute am 1. Januar. Neujahr ist. Ich wünsche euch erstmal alles Gute und ihr solltet heute vielleicht dranbleiben, denn ich habe eine kleine Überraschung für das Team geplant. Beziehungsweise eine Überraschung, eine kleine Ansprache. Wir werden die Leute nachher einfach mal kurz zusammenholen hier zu mir an den Hof. Und dann gucken wir mal. Also bleibt dran heute unbedingt. So, was wollen wir machen? Wir waren, glaube ich, irgendwie dabei und hatten mal gesagt, hier müssen wir mal sauber machen bei den Schweinchen. Das werden wir, glaube ich, mal als erstes machen. Wir haben im Übrigen wieder einen Tag vorgespult, weil es ist einfach aktuell nichts zu tun. Es ist, ja, einfach... Ja, es ist Winter, es ist kalt, der Boden ist gefroren, deswegen nichts groß an Arbeit. Oh ja, eben ist das Licht ausgegangen. Ja, Schnee brauchen wir nicht mitnehmen. So. Dann drücken wir uns mal mit dem Gerätchen hier kurz in den Stall rein. So. Ah, ein bisschen liegen geblieben. Aber auf jeden Fall ist gleich mal die Sauberkeit hier wieder auf gutem Niveau. Das ist ja das, was wichtig ist. So, jetzt gucken wir, dass wir hier wieder rauskommen. Ja, gut, so nicht. Ja, rüber. Das können wir ja gleich hier reinkippen. Das ist ja Schweinefutter. So, guck mal, da ist das schon mal erledigt hier. Ja, was könnten wir denn noch machen? Genau, es aufräumen. Aufräumen ist, glaube ich, ein gutes Ding. Wir müssen hier mal ein bisschen Ordnung machen. Da waren wir ja auch, glaube ich, zuletzt dabei gewesen. Das heißt, die IT-Runner-Container kommen drüben auf den Museumshofbereich. Da hatten wir ja einen schon abgestellt. Da kommen wir jetzt gleich mit dem nächsten dazu. Stellen wir den mal schön hier daneben. So, das war der hier. Dann holen wir noch den dritten. Denke mal auch, dass wir nach dieser Folge auch schon wieder vorspulen werden. Sofern keiner was zu tun hat. Wir warten alle sehnsüchtig aufs Frühjahr.
Hellmann, guten Tag. Ja, grüß dich Hans, der Thomas Stein. Hallo, grüß dich. Hallo. Frage, du hast doch Schweine, richtig? Ja. Okay. Hast du da noch irgendwie an Schweinefutter was übrig oder überhaupt irgendwas Richtung Mais technisch oder? Nee, also ich bin da relativ knapp, aber du könntest beim Temming mal nachfragen. Ich weiß, dass der, glaube ich, sogar eine Schweinefuttermischanlage sich inzwischen gekauft hat. Der hatte mich nämlich neulich auch mal gefragt, ob ich brauche. Ja. Aber ich hab jetzt gerade so viel, wie ich für mich eben brauche. Also, wie gesagt, würde ich einfach mal bei dem nachfragen. Okay. Bin heute mal zu Fuß da. Ich bin mal gelaufen. Oh, dann spaziere ich mal ein bisschen wieder weiter. Jo, mach Bis dahin, das. danke Jo, dir. tschüss. Tschüss. Mal. Machen die jetzt auch noch im Schweine, die Jungs? Hört sich jetzt ein bisschen merkwürdig an, sie machen im Schweine, aber ja, man weiß schon, was gemeint ist. Ja, stimmt, ich weiß, was ich auch noch machen muss. Ha! Na gut, das werde ich heute nicht mehr schaffen. Wir müssen die Kartoffellegemaschine mal irgendwann demnächst abholen. Die steht ja immer noch beim Händler unten. Hier schön rein. So, jetzt bin ich mal überlegen, den Tiercontainer könnte man doch eigentlich auch noch da drüben hinstellen. Der muss ja nicht hier so rumgammeln. Dann können wir da den Kalk und den Düngerstreuer noch mit reinschieben. Das passt nämlich. Ups, das war knapp. Ja, hier auf dem Schnee bremsen muss man acht geben. Dann müssen wir hier mal das Schneidwerk vom Drescher, das muss weggemacht werden. Liegt da auch so unmotiviert rum, das ist auch nicht gut. Den hier in die Halle. Kann dann mal hier einmal den Wagen hier dran machen. Dann machen wir das Ding da drauf. Oh, es wird so langsam, es wird so langsam. Hier einmal den Drescher. Können wir ja einfach das Maisgebiss, ups, hier kurz abschmeißen.
Frage, kommen wir da hin, dass wir das ablegen können? Aber war das Ding eigentlich immer schon so schmal? Oder nicht ein weiteres? Warte mal. Fällt mir gerade so auf. Mega, ach ne, doch. Ah, das gibt es auch als 6 Meter. Das müssen wir mal umbauen. Da müssen wir mal demnächst was machen. Weil ich meine, dass wir das auf 6 Metern hatten. Das fällt mir gerade so auf, dass das so mickrig ist. Das werden wir aber mal irgendwann außerhalb machen. Das ist ja ein Fehler, der jetzt irgendwie durch ein Mod-Update wohl zustande gekommen ist. So, dann packen wir den noch gleich da schön nebendran hin. Das auch erledigt hier. Es wird doch immer besser. Gucken wir, dass wir den Kalkstreuer da noch drunter bekommen. Und den Düngerstreuer. Und dann werden wir mal eine Rundmail schicken, damit die ganzen Leute mal vorbeikommen hier. Das ist wieder ein Anhänger, der sich sehr, sehr, sehr schlecht rückwärts fahren lässt. Seiner Pflegebereitung hier im Schnee. Oha. Mal gucken, ja, das passt jetzt. So, dann schauen wir mal. So, schon mal hier parat gestellt. Dann gucken wir mal, wann die Jungs hier eintrudeln.
gesagt, je nachdem, wie lange das jetzt dauert, kann es sein, dass die Folge dann ein bisschen länger wird, aber ja, das soll ja nicht euer Problem sein. Warten wir mal der Dinge, die da kommen. Also ich sehe da schon mal einen grünen Punkt. Das ist Hemming oder Müller? Er hat Hemming. Ja, der Erste. Ja, schön. Hier wird nichts pausiert. Genau, so stellt man sich hin. Guten Tag. Guten Tag. Du bist der erste Ja, Heinrich. immer pünktlich. Ja. Immer pünktlich. So muss das sein. Ich. Dann gucken wir mal, ob der Rest auch noch hier Gibt's eintrudelt. noch Freibier? Nein. Schade. Das gibt es nicht. So. Dann 800er Fendt. Oh. Schick, schick, schick. Einer von meinen sieben. Ja. Wer es hat, der hat's. Ah ja. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na gut, ich habe auch 7 Traktoren. So ist das ja Ja, nicht. wer hat, ne? Ja. Aha. Da kommt die Schneeräumkolonne. Was die Steinbrüder zu mir geschickt waren. Ja, für die habe ich hier 20.000 Liter Schweinefutter drin. Ja, ist doch gut. Ja, die hatten bei mir nachgefragt, aber da ich ja eh nichts zu verschenken habe, dachte ich mir, schicken wir es mal zu dir Hallo rüber. zusammen. Hallo. Hallo, hallo, hallo. So, ja, jetzt fehlen nur noch die Herrn Stein. Allzeit. Mahlzeit. Machst du Müller auf dem Anhänger? Taming und Elmann. Ah, der Auf ist dem Traktor. he. Ich will ich wollte für meine Ankündigung ein bisschen höher stehen. Deswegen Ach habe ich so. mich hier so ein Was bisschen. wenigstens so aussieht, wie wenn man wichtig ist. Genau, ganz genau, Herr Teugel, ganz Herr genau. lassen sowas. So, das. Müller, guck mal. Ha. Ja, ist schick, das Ding. Habe ich gut ausgesucht, oder? War teuer. Ja, muss. Geld vom Finanzamt wegbringen und so. Ja, genau, Ausgaben haben. Hemming, was haben wir nochmal gesagt für den Drescher? 350.000. Das haben wir sicher gesagt. Doch! Ach, ja. Oh ja, wir glauben, wir Aber das brauchen. gehört nicht Nee, wir hierhin. brauchen keine Feuerwehr. 350.000. Das war das, haben wir gesagt, und mit. 300. Müller, guck mal in die Steuern, da steht's noch drin. Ja, gleich, warte, Ausgaben oder was? Nee, Einnahmen. Oh, ja, 350.000 Drescher. Jo. Stimmt. Bache 330. Servus. Servus. Zack. Hallo. Auto noch heil? Ja. Ich bin nicht gefahren, nur um das klarzustellen. Ja. Ja, gut. Warum habe ich euch hier zusammengerufen? Ganz einfach. Wir haben
jetzt mal außerhalb vom Roleplay ist das jetzt das Ganze. Die Folge kommt am 1. Januar. Ich dachte, so eine kleine Neujahrsansprache wäre mal ganz witzig. Ich wollte einfach mal Danke sagen an alle euch, wie ihr hier mit mir, mit uns zusammen hier dieses Projekt auf die Beine stellt und auch bei den anderen Projekten mitmacht. Einfach mal nur ein Riesendanke. Einige sind lange dabei, einige neu, einige sind wieder dabei. Also schön gemixt. Es war ein interessantes Jahr. Ich muss sagen, hier das Roleplay-Projekt, wir sind jetzt in der zweiten Staffel, nachdem es ja einen etwas größeren Umbruch hier im Team gegeben hat. Aber ich muss sagen, jetzt sind wir wirklich gut dabei. Es macht wirklich Spaß mit euch. Und deswegen noch einmal danke, danke, danke. Mhm. Das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Damit sind wir auch am Ende für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne wieder rein. Lasst Däumchen da, Kommentare. Und ja, schaut, wie gesagt, beim nächsten Mal wieder rein. Damit sagen wir tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ade.